Eine Menschenflut strömt durch die Straßen Tel Avivs. Es ist ein Partymarathon für die Freiheit Homosexueller. Eine Freiheit, die im religiösen Jerusalem nicht herrscht. Solche Bilder wären dort undenkbar. Für Zach und seinen Freund Guy kommt deshalb auch nur ein Leben in Tel Aviv in Frage. Tel Aviv ist unglaublich toll. Ich würde, das Gay-Leben hier ist wunderbar. Rund 400.000 Einwohner hat die Stadt. Jeder Fünfte soll hier lesbisch oder schwul sein. Und deshalb haben die Homosexuellen auch ihren eigenen Strand. Wir können unsere Hände halten und küssen. Und keiner interessiert das. Jerusalem. Eine knappe Autostunde entfernt herrscht eine andere Realität. 245.000 Orthodoxe leben hier. Schätzungen zufolge soll jeder Zehnte davon schwul sein. Amit ist einer von ihnen. Nur verkleidet traut er sich vor unsere Kameras. Offen reden wäre für ihn eine Katastrophe. Sie können mich verletzen. Es gibt Menschen, die können sagen, zu schreien und sagen, was, er kam in die Knesset, er hat ihn verletzt. Denn im Alten Testament steht geschrieben, dass Sex zwischen Männern eine Todsünde ist, erklärt uns Rabbi Levinger. Homosexuelle Verhältnisse zwischen Männern sind ganz klar verboten. Homosexualität ist eine Krankheit, die einige Rabbiner versuchen zu heilen. 2 Jahre Spezialtherapie hat Amit hinter sich. An der Klagemauer hat er gebetet, sich halbnackte Frauen am Strand angeschaut. Alles, um nicht mehr schwul zu sein. Vergeblich. Amit hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Kamucha heißt sie, wie du. Heimlich trifft er sich mit anderen schwulen orthodoxen Männern, um über Probleme zu sprechen. Hier fühlt sich der 33-Jährige akzeptiert, anders als zu Hause bei seiner Familie. Rabbiner Ron Yosef kennt Amits Schmerz genau. Er ist der einzige schwule Rabbiner Israels, predigt in dieser kleinen Gemeinde im Norden des Landes. Privataufnahmen aus seiner Predigt, denn Filmen wurde uns strikt untersagt. Die Gemeinde schämt sich für ihren schwulen Rabbi. Als dieser sich vor 2 Jahren outete, bekam er Morddrohungen. People actually came to my doorstep and put threats on my life. We will kill you, we'll hang you. Der 35-jährige Rabbiner lässt sich nicht vertreiben. Er hat die Hilfsorganisation HOT gegründet. Tag und Nacht rufen Betroffene ihn an. In 4 Jahren waren es 6.000. Der Rabbiner sagt allen das Gleiche. God have no problem with homosexuality. God have no problem with loving of two people, even if they're gays or lesbian. Zurück nach Tel Aviv zur Gay Pride. An Liebe zwischen Menschen fehlt es hier in diesen Tagen nicht. Es ist eben eine liberale Insel in einem konservativen Umfeld.